neuer Campingplatz, Camping Oliva in Rabak. Und wieder haben wir Angst vor dem großen Sturm, wo da kommen soll. Der Campingplatz ist gleich neben einer so riesen Hotelanlage. Direkt am Meer auch. Super Plätze unter den Olivenbäumen. Und bis jetzt hatten wir da immer das Glück, dass der Sturm an uns vorüberzog und dass wir keine Regentropfen abbekommen haben, aber heute, ich weiß nicht. Aber er zieht schon ein bisschen neben uns vorbei, also hoffentlich wird das wieder etwas, dass er weggeht und nicht zu uns kommt. Aber wir hoffen wieder, dass die Wolken wieder an den Bergen entlang wegziehen. Sieht momentan so aus. Und die Badegäste lassen sich nicht beirren, die bleiben am Pool. Trotz Donnergrollen harren sie noch aus, warten noch ab. Wie auf der gegenüberliegenden Seite auch. Also die einen oder anderen gehen, aber die meisten bleiben noch da. Ja, ich liege jetzt auf dem Liegestuhl und warte auch ab, was das Wetter so macht. Oberhalb von mir geht wieder die Sonne auf, also scheint jetzt zwischen den Wolkendecken durch. Ja, ich bin da für euch auf diesen Kinderturm geklettert, um das Wetter zu beobachten. Und wir haben wieder mal Glück. Das Wetter zieht an uns vorbei, also das heißt der Sturm. Puh, das Wetter hat es gut gemeint mit uns. Das Unwetter ist vorbeigezogen und jetzt kommt das schöne Wetter nach. Wir genießen jetzt noch den restlichen Tag am Pool. Camping Oliva in Kroatien. Der Campingplatz ist gut besucht, aber noch lange nicht voll. Anfangs Juli, Hochsaison und am Meer unten schaut es so aus. Ich stehe jetzt im Wasser und so sieht der Strand aus. Ah, die Sonne blendet ein bisschen, aber es sind viele am Baden. Vom Campingplatz und von den Hotelanlagen gibt es natürlich viele Leute und die sind jetzt alle hier am Abkühlen. Freie Plätze am Meer, ja, das gibt's ja gar nicht. Aber hier ist es wahrhaftig wirklich so. Ja, warum stehen wir so weit hinten und nicht direkt am Meer? Ach, wir haben es nicht gesehen, darum. Ach. Aber ist auch nicht schlimm. Wir sind ein bisschen weg vom Trubel und haben unsere Ruhe dort hinten, wo wir jetzt sind. Ja, passt auch. Die Bungalows können sich auch sehen lassen. Wirklich schöne Bungalows. Und die haben auch eine anständige Größe. Gefällt mir auch. Aber wir sind jetzt mit dem Camper da. Und gehen sicher nicht in einen Bungalow. Nein, nein, das machen wir nicht. Denn wo schläft man am besten? Genau, im eigenen Womo. Da ist es doch am schönsten.
habt ihr einen Rundflug gebucht über die Hotelanlage und über den Campingplatz? Nein, nein, ihr müsst nichts bezahlen. Der Flug ist natürlich kostenlos, aber nur auf diesem Kanal. So, jetzt ab in die Lüfte und viel Spaß dabei. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Lageplan vom Campingplatz, über 600 Plätze, also Bungalows und Stellplätze zusammengerechnet. Das ist ein Resort hier, also Maslinica heißt das hier. Da sind 4 Hotels und dieser Campingplatz Oliva. Das gehört alles zusammen und die Poolanlagen, wo hier sind, das gehört, also das können alle benutzen, wo hier Gäste sind, von den Hotels und vom Campingplatz. Minigolfplatz im Schatten, kann man da spielen, innerhalb vom Campingplatz. Bungalows direkt an der Anlage. Und für Freunde des Minigolfs hat es da auch noch was.
sehen zwar ein bisschen verlassen aus, aber Minigolftische. Ah nein, das sind gar keine Minigolftische. Ping-Pong-Tische sind auch noch vorhanden. Aufgrund der enormen Hitze in diesem Bachbett schwimmen heute, glaube ich, keine Fische. Auf der anderen Seite sieht es etwa ähnlich aus. He? Und da oben gibt es noch Bungalow City, oder was ist das? Ah, Tennisplätze. Noch mehr Bungalows. Bisschen im Wald drin. So coole Holzhäuschen. Ja, die kann man auch noch mieten. Also vielseitig. Hotel, Camping, Bungalows, alles dabei, was man so braucht und was man so will. Und das ist wirklich fast ein Dorf. Da reiht sich Bungalow an Bungalow. Aber schön ruhig. Und hier geht's wieder runter zu den normalen Stellplätzen. Und zur Hotelanlage. Und hinter den Häusli beginnt der Wald. Und jedes Bungalow hat natürlich eine Klimaanlage. Und was befindet sich hinter diesen Lorbeerbüschen? Tada, tada, was ist es? Ja. Tennisplatz. 1, 2, 3, 4 Stück. Optimal, wer Tennis spielen will. Aber jetzt an dieser Hitze ist es wahrscheinlich kein Vergnügen. Nur wer hier bezahlt hat, kann hier weiterfahren. Und die anderen müssen draußen bleiben. Aber es ist, glaube ich, überall so, wenn man nicht bezahlt, kommt man da nicht rein. Wenn jemand Postkarten verschicken möchte, dieser Campingplatz hat so eine eigene Postbox, dann kommen die Briefe da rein. Und werden verschickt. Camp Oliva, 3 Sterne Campingplatz. Guten Morgen zusammen, wir verlassen Camp Oliva wieder und gehen in die größte Höhle Europas. Und die ist in Slowenien. Wettertechnisch ist auch nicht so gut heute, ist sehr windig. Und darum haben wir kurzfristig entschieden, dass wir einen Tag früher abreisen.